Liebe Salzburgerinnen und Salzburger, ich wende mich heute an Sie, weil Tausende von Ihnen sich in den letzten Wochen mit vielen Fragen per E-Mail, per Brief an mich gewendet haben. Sie wollten wissen, wie schaut es aus um unsere Finanzen? Sie möchten wissen, wer hat die Verantwortung für all das, was möglicherweise an Schaden dem Land entstanden ist? Sie können sich sicher sein, dass ich mir diese Fragen genauso stelle und dass es vor allem meine Aufgabe sein wird, diese Fragen zu beantworten. Aber ich erinnere mich in diesen Tagen auch an viele Gespräche mit Menschen, die in der Finanzkrise vieles, manche alles verloren haben. Ich erinnere mich an einen alten Mann, der seine Ersparnisse für seine Enkel gut anlegen wollte, sich an einem Investmentfonds beteiligt hat, mit dem Glauben, das seien alles Immobilien dahinter, mit der Versicherung der Bank, das sei beste Verzinsung für die Zukunft und dann große Verluste hinnehmen musste, die Ausbildung seiner Enkelkinder damit nicht wird finanzieren können. Ich erinnere mich an eine Familie, die sich den Traum vom eigenen Haus verwirklichen wollte und mit der vermeintlichen Sicherheit von Fremdwährungskrediten eine Finanzierung begonnen hat. Jetzt sitzt sie auf einem Schuldenberg. Auch ihr wurde gesagt, das sei alles sicher für die Zukunft. Der Salzburger Landesregierung, meinen Kollegen und mir ist es nicht viel anders gegangen. Über die Jahre wurde uns immer versichert, es sei alles in Ordnung mit den Finanzveranlagungen des Landes. Wir seien immer im Plus. Umso größer war die Enttäuschung, war auch das Entsetzen, als wir vor wenigen Wochen erfahren mussten, dass die Situation eine andere ist. Dass über Jahre vieles verschleiert wurde, um Verluste vor der Politik, vor der Landesregierung, vor dem Landtag, vor den Rechnungshöfen zu verstecken. Ich werde alles dazu beitragen, die Stabilität dieses Landes wiederherzustellen. Und ich gebe alles dafür, das Vertrauen der Menschen in dieses Land wiederherzustellen. Neben der Aufgabe, den finanziellen Schaden für das Land möglichst gering zu halten, geht es aber auch um die Wiederherstellung des Rufes unseres Bundeslandes. Dieses Land hat die Häme nicht verdient, mit der es seit Tagen überschüttet wird. Dieses Land war und ist immer ein Vorzeigebundesland gewesen. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, sicherzustellen, dass wir uns wieder dorthin entwickeln. In den nächsten Wochen werden wir nicht nur daran arbeiten, diese Finanzaffäre aufzuklären, sondern selbstverständlich unsere Politik des sozialen Ausgleiches fortzusetzen. Dieses Land war deshalb immer stark, weil die Bildungspolitik allen Menschen die Chance gegeben hat, ihre Talente zu entwickeln. Dieses Land ist auch deshalb stark, weil die meisten Menschen, fast alle Menschen, eine Arbeit finden, von der sie leben können. Es ist aber auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die am Rande stehen, die keine Chance hätten aus eigenem heraus, diese Chance trotzdem bekommen. Das gilt für den Arbeitsmarkt, das gilt für die Gesundheitspolitik, das gilt für alle Politikbereiche. Besonders wichtig ist mir aber der respektvolle Umgang miteinander, der respektvolle Umgang vor allem mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, mit Menschen, die am Rande sind und auch mit unseren älteren Mitmenschen. Gegenseitige Achtung und Respekt voreinander sind eine wichtige Basis für eine Politik, die sich der Chancengleichheit und der Solidarität verschrieben hat. Solidarität und Zusammenhalt braucht aber gerade jetzt auch die Landespolitik. Wenn eine Familie in großer Bedrängnis ist, dann hält sie zusammen. Dann werden plötzlich Streitigkeiten unter den Geschwistern begraben, dann sind sie alle da und sagen, wir schaffen das. Gleiches muss auch für die Politik gelten. In so einer Krise kann es nicht angehen, dass sich manche davon stehlen. In so einer Krise braucht das Land nicht mehr und nicht weniger als die Gewissheit, da halten alle zusammen und geben ihr Bestes für das Land. Das erwarte ich mir, das ist mein persönlicher Neujahrsvorsatz, aber das erwarten vor allem Sie sich, liebe Salzburgerinnen und Salzburger, dass da jetzt alle zusammenrücken und gemeinsam nach vorne schauen und dieses Land wieder auf Spur bringen. Neben diesem politischen Neujahrswunsch auf Zusammenhalt über alle Parteigrenzen hinweg, neben diesem Wunsch, das Gemeinsame jetzt endlich vor das Trennende zu stellen, habe ich aber auch einen persönlichen Neujahrswunsch an Sie. Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches Jahr 2013 voller Gesundheit.